Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, was ausgeht. Ich danke dir für neue offene Ohren und Herzen. Erleuchte du unsere Herzen. Ich bitte dich für Offenbarung, Erkenntnis und Weisheit, dass du zu uns redest und uns immer stärker in deine Schöpfung, in dein Wesen mit reinbringst. Halleluja. Und benutze mich, ja, dass die Menschen erkennen immer mehr, wer sie durch dich sind. Amen. Ja, ich habe letztens mich viel mit der Thematik beschäftigt, unser Wesen, eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung, wie du bestimmt schon weißt. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du bist ein Geistwesen. Ich hatte letztens am Mittwoch den Input rausgelassen. Nochmal, wir sind Geistwesen, wir sind nicht von dieser Welt, wir sind geschaffen worden innerlich, ja, wir sind quasi neu gemacht. Und mir geht es heute darum, nochmal zu erklären, wer du eigentlich bist. Du bist gezeugt aus dem Wesen Gottes. Du bist nicht geschaffen. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, wenn man so über einen spricht, Gott hat mich so gemacht, wie ich jetzt bin. Da muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Einerseits hat er recht und andererseits nicht. Dein Körper besteht oder dein Wesen besteht aus dem Körper, Geist und Seele. Und er spricht ja von dem Geist, den er erneuert hat. Ja, er hat ein altes Wesen umgebracht, die Sünde nennt es auch, oder Sünder. Und du hast Geist von ihm bekommen, du hast den Geist. Und somit bist du geschaffen worden im Geist. Aber was ist mit deinem Körper? Ist das denn von Gott geschaffen oder bist du geboren worden? Also bist du gezeugt worden aus Gott oder bist du geschaffen worden? Verstehst du den Unterschied? Es ist wichtig, wenn du jetzt verstehst, Adam und Eva, sie wurden geschaffen. Und in der Bibel steht in 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Er hat gezielt von den Menschen gesprochen. Alles, was Gott macht, was er erschafft, ist sehr gut. Das heißt, du kommst gar nicht oder hast gar nicht die Möglichkeit zu zweifeln, weil wenn Gott was macht, dann hat er einen Plan, es ist immer perfekt. Aber nach dem Sündenfall ist ja der Geist nicht mehr der gleiche. Und jedes Kind wurde gezeugt, geboren. Und das, was die Menschen daraus machen, hat ja nichts mehr mit Gott zu tun, sondern die Genen, alles vermehrt sich, es breitet sich aus, die Familie. Aber es ist nicht das, was Gott gemacht hat, sondern man wurde geboren oder auch, naja, produziert, finde ich, klingt bescheuert. Aber ich denke, du weißt, von was ich spreche. Denn als Gott den Menschen gemacht hat und auch die Frau von Männin gemacht, eine Frau geschaffen, aber sie sind geschaffen aus dem Boden. Wir selber sind aber gezeugt worden. Wir haben uns vermehrt. Alle Arten sind durch dieses Weitergeborenwerden sind bereits entwertet worden. Es ist nicht mehr das Ebenbild Gottes. Du bist erst das Ebenbild Gottes, nachdem du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und in du Geist aus seinem Geist geworden bist. Denn Gott selber hat erschaffen jemanden, der ihm entspricht. Wem hat ihm entsprochen? Die Männin, also die Frau. Weil es war nicht gut, dass er alleine war. Die Tiere hatten immer Gemeinschaft. Und es ist schön, eine Gemeinschaft auch mit einem Tier zu haben als Mensch. Aber wenn Gott doch einen Menschen geschaffen hat und er hat ihn zum Gott dieser Welt gemacht, sollte er nicht alleine herrschen. Er hat eine Frau geschaffen, die Männin. Ja, steht hier drin. Aus der Rippe heraus. Warum nicht vom Herzen? Das ist ganz wichtig, weil die Rippe, das wusste ich auch nicht, das habe ich erst jetzt vor kurzem selber gehört, wenn man bei der Stammzellenforschung sind es die neutralen, also sind jede Zelle hat Informationen, die weitergetragen werden. Und bei der Rippe anscheinend nicht. Das sind oft die neutralen
Infos, was die Ärzte gerne benutzen zur Forschung. Wusste ich jetzt auch nicht so, das ist mir neu gewesen. Fand ich hochinteressant, weil ich mich immer wieder gefragt habe, warum die Rippe eigentlich? Also Gott wird sich schon was dabei gedacht haben, warum die Rippe und in der Nähe des Herzens. Aber er hat nicht das Herz genommen, weil sie ist eigenständig, die Person, und hat eigene Informationen, die quasi zusammen aber eine Einheit geben für Adam und Eva. Was ich jetzt heute nochmal genauer erklären möchte, ist ganz gezielt, dass das Gesetz zum Beispiel in uns selber so oft drin ist, dass wir Angst bekommen. Wieso gehe ich jetzt darauf ein? Adam und Eva haben ja den Mist gebaut, sie waren wie Gott, sie waren Gott dieser Welt und Satan hat durch den Sündenfall die Welt denen weggenommen. Der Geist, sie sind ja innerlich gestorben, wer das lesen kann, sie sind gestorben, also gewisslich, also dieses Gewissen und der Geist war nicht mehr der gleiche. Das heißt, sie waren von Gott getrennt und die Vaterschaft war weg. Durch den Sündenfall kamen ganz viele Infos, Denken, die beurteilen, Denken, die man vorher nicht kannte. Adam und Eva hatten nie das Problem, nackt zu sein. Es steht drin, dass sie nackt waren. Aber erst nach dem Sündenfall war es ihnen peinlich. Ich muss jetzt gerade mal nachschauen. In 1. Mose 3, Vers 7, da steht drin, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie wussten vorher das gar nicht. Sie haben einfach gelebt mit Freude. Sie haben das genossen, was Gott ihnen geschenkt hat, im Garten, dem Eden war. Eden wusste ich zum Beispiel auch nicht, habe ich auch erst vor kurzem gehört. Das war damals auch der gleiche Part, der gleiche Standort wie Jerusalem. Gott musste die Augen blind machen für Adam und Eva. Für die war es normal, dass Adam und Eva geistig gesehen hatten. Das war für die Normalität. Wir haben unser geistiges Sehen oft verloren. Wir wissen oft gar nicht, wie man geistig sieht und brauchen Hilfe, dass Gott uns wirklich da die Augen öffnet für diese geistige Welt, für die göttlichen Sachen. Aber wir sind da oft echt blind und haben, unser ganzes Denken hat sich verändert. Durch diesen Sündenfaktor ist Angst in ihr Leben reingekommen, in Adam und Eva. Und Angst ist die Macht Satan, die er gerne benutzt, um die Kinder Gottes zu lähmen. Angst zerstört, ist Gegenteil von Glaube. Gott hat ihnen die Gesinnung weggenommen, musste er. Und die Filter im Kopf, wenn du jetzt nachdenkst, die müssen, wenn du jetzt die alte Schöpfung anschaust, also quasi du hattest das Wesen Satans in dir drin. Es steht auch drin, dass Satan Gott der Welt geworden ist. Und es ist wichtig, dass wenn du eine neue Schöpfung jetzt bist, dass du die Filter, die Gedanken anfängst zu reinigen im Wasserbad des Wortes. Sonst hörst du nur das, was du hören willst. Du bist gar nicht fähig für die Dinge Gottes, weil du noch so oft in deiner Seele drin bist. Ja? Denn die Seele hat so viel vom alten Wesen aufgenommen, dass sie jetzt noch gar nicht groß unterscheiden kann, was ist denn Seele, was ist Geist, was bin ich jetzt, was war ich vorher. Der muss anfangen, wirklich das gezielt anders zu sehen, zu trennen. Und du musst auch verstehen, wie die Seele tickt, funktioniert. Es ist wie eine Festplatte, die du neu programmieren musst, weil sie jahrelang anders gedacht hat, seelisch gedacht hat, so wie dein altes Wesen vorher war. Und jetzt bist du aber neu. Es ist wichtig, dass du immer mehr verstehst, wer du jetzt in Christus bist. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Die Vaterschaft hat sich verändert durch den Glauben an Jesus Christus. Du musst von neuem geboren werden, dass du überhaupt empfangen kannst, dass du überhaupt den gleichen Geist hast, dass du wieder geistig sehen kannst. In der Bibel steht drin, Jesus war der letzte Adam, weil er das Ganze durchbrochen hat. Er hat die alte Natur damit ans Kreuz mitgehängt. Und du hast einen neuen Geist bekommen, den gleichen Geist wie Vater im Himmel. Und jetzt hängt es davon ab, wie du dein Leben baust. Wie denkst du, wie fühlst du, was sprichst du? Und
die Vaterschaft, die muss stimmen. Weil sonst wirst du in deinen Gesinnungen immer Mord, Lüge oder verdrehte Sinne haben. Du wirst deinen Gelüsten, deiner Seele mehr Raum geben, als das, was Gott sich eigentlich für dich wünscht. Denn Satan kann nur über die Gefühle gehen. Er kann auch nur das Gesetz benutzen. Darin ist er ja sehr gut. Satan weiß, wie du denkst, wie du fühlst. Er kennt dein Gewissen und er will es immer zerstören mit Scham. Früher hatten Adam und Eva keine Scham. Wie denkst du, wenn du einen Fehler gemacht hast? Das Gift, dieser Scham, dieses schlechte Gewissen, breitet sich so schnell aus. Und Satan ist so an seine Herrschaft rangekommen, indem er gesagt hat, hey, ihr werdet sein wie Gott. Er hat den perfekten Wesen. Wenn Gott etwas perfekt schafft, ist es perfekt. Und Satan hat versucht, mit der Lüge etwas Perfektes noch besser machen zu wollen. Dabei waren sie doch schon perfekt. Und dann, oh, hat Gott wirklich gesagt, dass du es nicht anfassen darfst? Nein, Gott hat nur gesagt, du darfst nicht essen. Er hat nicht davon gesprochen, dass du es anfassen darfst. Und er hat versucht, mit Hinterhältigkeit die Eva da zu verführen, dass sie das auch ja tut, was er will. Weil er will ja unbedingt die Erde haben. Dabei hatte Adam und Eva diese Erde. Er musste ja gucken, wie er da irgendwie rankommt. Wie oft werden wir verarscht? Ja, und Satan liebt es, Menschen zu verarschen, Menschen die Sinne zu verdrehen, zu verblenden, dass sie ja nicht auf das Göttliche schauen können, weil Satan ja sauer ist auf Gott. Und dieser Streit versucht er jetzt durch die Menschen, Gott erst eine reinzuwirken. Statt zu verstehen, dass jeder Mensch einen eigenfreien Willen hat, will er versuchen, durch Manipulation, durch Verdrehung, die Menschen an sich zu reißen. Doch weißt du was? Das Blut Jesu Christi hilft dir aus dieser Situation raus. Das Blut Christi reinigt deine Gedanken, wäscht dich und will dir immer mehr zeigen, wer du in Christus bist. Achte darauf, dass dir keine seelischen Verrutschungen oder falsche Gedanken in deinen Kopf reingehen von deinem alten Wesen, was du zum Beispiel jetzt jahrelang warst. Denn es ist so wichtig, dass dir da die Augen aufgetan werden, dass sie erkennen, wer sie jetzt sind. Denn damals wurden ihnen die Augen aufgetan für die seelischen Sachen. Das heißt, das geistige Sehen war weg. Die Wahrnehmung hat sich geändert. Und bist du jetzt ein Kind Gottes, dann hast du die Wahrnehmung Gottes und jetzt lerne darin zu sehen. Oder hast du noch die andere Gesinnung im Kopf? Bist du denn ein Kind Gottes oder bist du ein Kind Satans? So, das liegt jetzt an dir. Das ist ja die Frucht, die da rauskommt. Weiß nicht, hast du schon mal gehört? Ein Baum. Letztendlich wünscht sich ja Gott, dass du ein Baum wirst, der fest steht im Glauben. Ein Baum, der Früchte trägt. Aber das geht nur, wenn du anfängst zu verstehen, wer du in Christus bist. Dass das Wort dich reinigen darf. Dass die Bibel dich reinigt, also das Wort Gottes. Die Predigten, deine Gesinnung immer mehr und es verändert dich von innen nach außen. Religion oder quasi die Verdrehungen, die Satan gerne benutzt, sind immer, du musst etwas tun, damit du Gott gefällst. Du musst etwas tun, um geheiligt zu sein. Und das sind dann Angst, quasi Scham, das sind alles auch Früchte. Was für ein Baum willst du sein? Du kannst nur ein Baum, ein guter Baum sein, Gott das in der Bibel vergleicht, wenn du ein Kind Gottes bist. Es ist so wichtig, dass wir das immer mehr verstehen, dass wir Gott als Person studieren, denn er versuchte noch sogar im Garten den Menschen zu helfen. Aber es war nicht mehr möglich. Die Sinne waren verändert. Und es ist wichtig, dass wir immer mehr lernen, auch ehrlich zu uns selbst zu sein. Denn Satan versucht immer durch Religion oder unsere Sinne zu verändern, so dass wir erst gar nicht sehen können. Dabei wünscht sich so sehr Gott, dass wir lernen, wie Adam am Anfang zu sehen, dieses geistliche Sehen, die geistigen Augen. Die Notwendigkeit davon. Es ist so wichtig, dass du lernst, das zu sehen, was Gott dir bereits geschenkt hat. Sogar die Jünger Jesu, vielleicht kennst du die Geschichte, die müsste, glaube ich, in Lukas 24, ab Vers 13 sein. Selbst die Jünger Jesu, die jahrelang mit Jesus gewandelt sind, die hatten ein Sichtproblem.
Jesus ist ihnen begegnet nach der Auferstehung. Er ist mit ihnen gewandelt und die Jünger erzählen von der Botschaft, wie Jesus gekreuzigt wurde. Und Jesus ist mit ihnen mitgelaufen. Und sie haben nicht gecheckt, dass Jesus die ganze Zeit bei ihnen war. Wie oft geht es uns so, dass wir Gott oder Jesus immer bei uns haben wollen, ihm begegnen wollen, aber ihn nicht mal sehen können, weil wir ein Sichtproblem haben. Wir erkennen das gar nicht. Und Gott sagt selber, dass er erst beim Abendmahl, als er das Abendmahl mit ihnen gefeiert hat, erst da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie haben verstanden, dass Jesus die ganze Zeit bei ihnen war. Aber vorher musste Jesus erstmal sich erklären, also er hat in der Bibel die Prophezeiung gesprochen von sich selbst und die Jünger haben es nicht gecheckt. Das heißt, die haben auch erstmal eine Reinigung gebraucht ihrer Sinne, indem sie das Wort gehört haben. Und erst dann, nach dem Abendmahl, wurden ihnen die Augen geöffnet und sie wussten, dass Jesus bei ihnen war. Wie oft geht es uns so? Unser Herzenszustand, wie ist er? Sind wir töricht? Sind wir unverständlich? Wollen wir glauben? Wollen wir sehen? Brauchen wir nicht alle irgendwie Unterstützung, damit wir sehen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich da voll ertappt, weil ich möchte unbedingt oft immer mehr Gemeinschaft mit ihm haben. Er ist da und trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, ich sehe nicht. Aber Gott will uns immer mehr in die Tiefen reinbringen. Er will uns zu Erkenntnis der Wahrheit bringen. Zu erkennen, wer wir sind. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Dass das Alte vergangen ist. Unsere Filter müssen gereinigt werden. Unsere Denken. Wir ziehen so gerne Masken auf. Machen uns eine Scheinwelt. Wie wir gerne etwas haben wollen. Statt es wirklich genau hinzusehen. Unsere Beurteilungen müssen gewaschen werden. Wie schnell verurteilen wir Menschen? Jesus hat immer gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Wie ist es bei dir? Tust du immer das, was der Vater im Himmel tut? Unsere Seele, die muss passend gemacht werden für die Dinge Gottes. Und das ist gar nicht so einfach. Je mehr wir in der Wahrheit wandeln, desto schwieriger wird es auch bei dem Umfeld. Denn die Menschen, die lieben es, belogen zu werden, die wollen gar nicht die Wahrheit. Dann, wenn du nämlich die Wahrheit sagst, wirst du relativ schnell merken, dass dein Umfeld von dir verschwindet, weil sie keinen Bock auf die Wahrheit haben. Aber Gott sagt, die Wahrheit macht dich frei. Er ist die Wahrheit. Du hast es nicht mehr nötig, Masken anzuziehen. Du hast es nicht mehr nötig, dir eine Scheinwelt vorzuleben. Oder dich selbst schützen müssen. Nein, sei offen für die Dinge Gottes. Lass ihn dein Herz erneuern. Lebe in der Wahrheit. Lass die Wahrheit dich verändern. Denn Jesus will nichts anderes wie die Gemeinschaft mit ihm. Vater im Himmel liebt Familie, liebt Gemeinschaft. Es nennt sich auch, wenn du das Wort schon mal gehört hast, Koinonia. Und diese Koinonia zwischen Adam, Eva und Gott wurde damals zerstört. Und Gott wünscht sich immer mehr diese Gemeinde. Das ist sein Herz, diese Gemeinschaft zu haben, diese Familie. Und das hängt von uns ab, was wir daraus machen. Was machen wir damit, wenn du weißt, du bist jetzt eine neue Schöpfung? Du bist Geist aus seinem Geist? Gott sagt im 1. Johannes 1, Vers 7, wenn ich im Licht wandle, wie er im Licht ist, also wie Jesus im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Wie sieht die Gemeinschaft aus zwischen dir und deinem Gott, deinem Vater im Himmel? Kannst du zu ihm so kommen, wie du gerade bist? Oder merkst du, dass die Sünde dich vielleicht noch regieren will? Naja, wenn die Bibel von Sünde oder Sünder spricht, ist es vom alten Wesen. Aber wenn du ein neuer Baum bist, der kann doch gar keine schlechten Früchte bringen. Denn entweder du bist Geist aus seinem Geist oder nicht. Wenn du Geist aus seinem Geist bist, dann hast du ja immer mehr Gemeinschaft mit ihm. Du wirst immer mehr zu dieser neuen Natur verwandelt und wirst dann automatisch
gute Früchte bringen. Deine neue Natur kennt Sünde nicht. Sie rechnet Sünde nicht an. In der Bibel steht drin, die vergangenen, die jetzigen und die zukünftigen Sünden sind weg, weil die Natur, dein Wesen, komplett weg ist. Damit meint Gott ganz gezielt die alte Natur Satans. Dass du in deiner Gesinnung noch Hilfe brauchst. Ja, stimmt. Deswegen heißt es ja auch, wasche dich, lass deine Sinne reinigen, weil du ganz oft noch im falschen Denken bist. Und das geht uns allen so. Wir müssen uns nichts vormachen. Je mehr wir ehrlicher zu uns selbst sind, oh, wir haben es noch voll vergeigt, wir brauchen noch dringend Hilfe. Aber dann kann Gott wirken, weil du ihm deine Schwachheit gibst. Gott sagt, auch in deiner Schwachheit ist er stark. Gib ihm doch dein Versagen. Es ist in Ordnung, wenn du versagst. Gib ihm das, damit er die Oberhand hat, dass er bestimmen darf über dein Leben. Denn du lebst ja nicht mehr für dich. Christus lebt in dir. Du bist schon eins mit ihm. Du kannst gar nicht gezielt gegen Gott gehen. Das geht nicht mehr. Weil dein Inneres merkt, wie es eins ist mit ihm. Und das möchte ich dir heute ganz gezielt hinlegen. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie gehst du damit um, was du jetzt gerade weißt oder erfahren hast? Gott wünscht sich ja immer mehr, dass wir in diese Erkenntnisse von Jesus Christus kommen, in diese Tiefe, in diese Wahrheit. Wie gehst du damit um, wenn du das jetzt weißt? Sind deine Augen auch noch geschlossen? Oder sind deine Augen, oder möchtest du, dass deine Augen geöffnet werden für die Dinge Gottes? Ist dein Herz noch verstockt? Oder stolz? Oh, ich weiß alles besser. Dann will ich dir sagen, nur Gott kann dir die Augen öffnen. Wie gehen wir mit den Situationen um, mit unserem Leben, mit unserem Alltag, mit unserem Umfeld? Wie gehen wir mit uns selbst um? Sind wir ehrlich zu uns selbst? Wenn du möchtest, kannst du jetzt dieses Gebet einfach mitsprechen. Vater im Himmel, ich habe mich so oft selbst verarscht. Ich war oft nicht ehrlich mit mir selbst. Ich habe mir Masken aufgesetzt. Ich habe mir eine Scheinwelt aufgebaut und merke jetzt, dass diese am Zerbrechen ist. Ich danke dir, dass du mich neu gemacht hast. Lerne mich deine Wege. Zeige mir, wer ich jetzt durch Christus bin. Erleuchte meine Augen. Lass mich sehen, wie du siehst. Ich bitte dich für Offenbarung, Erkenntnis und Weisheit für mein Leben. Führe und leite du mich, auf dass ich tiefen Frieden habe. Und lass mich immer mehr zu dieser Vollmacht kommen, wie du Adam und Eva damals geschaffen hast. Ich bin Geist aus deinem Geist. Hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Denk jetzt einfach mal darüber nach, was ich vorhin so gesagt habe. Du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Es ist eine so tiefe Thematik, wo nur Gott offenbaren kann. Wer du jetzt bist, du bist hier auf der Erde, aber du bist ein Himmelsbürger. Und wir lernen immer mehr gemeinsam darin zu wandeln, zu dieser Erkenntnis der Wahrheit zu kommen und in einer Freude und Festigkeit im Leben zu stehen durch Jesus Christus. Halleluja! Ich wünsche dir jetzt den allerbesten Tag und vergiss nicht, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Amen.